Scheinbar waren die Abstürze der Boeing-Flugzeuge vorhersehbar. Wenn dir schon meine Videos gefallen, lass mal noch ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Innerhalb von wenigen Monaten sind zwei Maschinen des Typs Boeing 737 MAX abgestürzt. 346 Menschen kamen ums Leben. Die Ursache für den jüngsten Absturz am 10. März ist noch nicht geklärt. Die Flugschreiber wurden zwar gefunden, aber bisher liegt noch keine offizielle Auswertung vor. Die fast fabrikneue Maschine der Fluglinie Ethiopian Airlines wurde nur wenige Minuten nach dem Start nahe der Hauptstadt Äthiopiens Addis Abeba abgestürzt. Schon nach dem ersten Absturz Ende Oktober hatten sich Piloten über die Boeing 737 MAX beschwert. Damals war eine Lion Air Maschine in Indonesien abgestürzt, ebenfalls kurz nach dem Start. Mindestens zwei US-Piloten berichteten im November in einer offiziellen US-Datenbank, dem Aviation Safety Reporting System, Probleme mit der Steuerungssoftware MCAS gehabt zu haben. Über die Piloten ist nur bekannt, dass sie die Boeing auf Strecken in den USA geflogen haben. Angaben über die genaue Flugroute oder Airline für die Piloten fliegen gibt es nicht. Die Datenbank, die die NASA betreut, umfasst tausende Berichte von Piloten, auch zu anderen Flugzeugtypen. Die Piloten berichteten, dass sich die Nase der Boeing 737 MAX kurz nach dem Start überraschend gesenkt habe, nur wenige Sekunden, nachdem die Piloten den Autopiloten eingeschaltet hätten. Erst als die Piloten den Autopiloten wieder ausgeschaltet hätten, sei die Maschine wie geplant weiter gestiegen. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum das Flugzeug seine Nase so aggressiv senken sollte, zitierte New York Times einen der Piloten. Eine fehlerhafte Einstellung konnten die Piloten demnach nicht feststellen. Auch die Bild hatte darüber berichtet. Die MCAS-Software soll nach aktuellem Stand der Ermittlungen den ersten Absturz am 29. Oktober mit verursacht haben. Bereits damals hatten sich Piloten beschwert, sie seien von Boeing nicht ausreichend über die Einführung des neuen Systems informiert und für eine mögliche Fehlfunktion nicht geschult worden. Die von Boeing beim Modell 737 MAX eingeführte MCAS-Software soll einen Strömungsabriss bei einem zu hohen Anstellwinkel des Flugzeugs verhindern. Wenn die Sensoren der 737 MAX eine solche Fluglage an den Bordcomputer melden, senkt die Nase der Maschine automatisch, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Im Falle des abgestürzten Lion Air Flugs führte eine fehlerhafte Fluglagesensor oder eine fehlerhafte Software dazu, dass der Bordcomputer die Maschine ins Meer lenkte. Wie mit diesem Störfall umzugehen ist, war den Piloten des Lion Air Flugs offenbar nicht bekannt. Boeing veröffentlichte dieses erst nach dem Unfall in einem sogenannten Operations Manual Bulletin. Dieses weist alle Betreiber von 737 MAX Maschinen an, sich mit dem Verfahren vertraut zu machen. Einen Tag darauf veröffentlichte die amerikanische Luftfahrtbehörde eine entsprechende dringende Luftfeuchtigkeitsanweisung. Die neue Software war deshalb erforderlich, weil die 737 MAX im Vergleich zum Vorgängermodell 737NG über deutlich größere Triebwerke verfügte. Die entsprechend größeren Triebwerksgondeln verändern offenbar die Aerodynamik des Flugzeugs so, dass die Gefahr eines Strömungsabrisses steigt. Ihr soll das MCAS entgegenwirken. Normalerweise müssen Flugzeughersteller derartige Änderungen in der Software im Flughandbuch des Typs für die Piloten dokumentieren und diese für einen Ausfall eines solchen Systems bei der Umschulung auch trainieren. Beides aber war im Fall des MCAS in der Boeing 737 MAX zunächst nicht geschehen. Fluglinien weltweit sitzen auf das Boeing Modell 737 MAX. Insgesamt 5012 Bestellungen verzeichnete der US-Hersteller bis Ende Februar. Davon wurden erst 376 ausgeliefert. Der europäische Flugraum ist für die Boeing 737 MAX gesperrt. Auch in vielen weiteren Ländern dürfen Flugzeuge des Typs nicht mehr starten und landen. Die Sperre des deutschen Luftraums gilt für 3 Monate. Die US-Luftfahrtbehörde hat indes noch kein Startverbot ausgesprochen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Video. Dankeschön und ciao.